Sollte dem tatsächlich so sein, müssen wir dem nachgehen. Auch wenn es nur auf Gerüchten fußt. So ist dies eine nicht von der Hand zu weisende Anschuldigung, die wir jetzt dringend klären müssen. Ja, dann kann der gute Mann doch Bestellung dazu mit Sicherheit beziehen. Soll ich dies hier tun? Bitte. In aller Öffentlichkeit? Bitte. Nun gut, ihr wünscht es so. Es ist richtig, dass ich diese Moskitos der Spektabilität von Brabak übergab. Es ist richtig, dass ich hoffte, dass sie die Erinnerung der Erzmager wieder rekonstruieren und aus diesem, nun ja, Getier herausziehen könnte und ihrer Erzmager zurückgehen konnte. Ich bin nicht verantwortlich für das, was sie weiterhin tat mit diesen Moskitos. Also gabt ihr wissentlich Wissen der Grauen Gilde an die Schwarze Gilde weiter? Ich übergab die Moskitos an die Spektralität zu Brabak, das ist richtig. Ich denke, damit ist der Aussage in diesem Fall der Genüge getan. Ich habe einen sehr eindeutigen Blick zu Viridin. Salandrion, da lachen neben mir. Nun, in der Tat. Wir sollten nun die letzte Zeugin aufrufen. Was wollen wir? Hat die Verteidigung noch Zeugen zum Aufrufen? Auf meiner Liste stehen keine mehr drauf. Nun, es gilt nur noch diese Eleven zu befragen. Aber das wollt ihr nach der Sitzung tun. Und ich denke, dort wird sich zeigen, ob diese Eleven gelogen hat oder nicht. Und wer wirklich hinter diesen Aussagen steht nicht. Nun gut, dann werden wir uns, hört das Gericht sich nun also, Seitenblick auf Salandrion, zu Zwecken der magischen Befragung zurückziehen? Selbstverständlich. Wenn Adeptus Abel mir noch bitte direkt mitkommen möchte. Ja, Puninho, lass doch bitte Magistra Plektrodes herbeiholen. Wir werden ihm gleich ihre. Verzeiht, wir werden gleich ihre Dienste brauchen. In der Tat, gewiss. Und sie muss dann vermutlich in einen kleineren Raum zurück, Beratungsraum. Magistra Plektrodes? Ja, mein Lieber. Nun, ich würde sagen, wir beginnen bei der magischen Befragung mit dem Vorwurf, der Herrn Jamorenus am meisten belastet hat, jene sexuellen Missetaten. Was? Junge Abel, mir ist das wahr? Wir natürlich gleich herausfinden. Nichts davon stimmt. Nun, ich würde die Hellsicht selbst vornehmen, aber ihr seid ja in eurer eigenen Weise sehr viel besser geeignet, nicht wahr? Ja. Kirschtörtchen? Ach, danke. Bitte. Ja. Salandrion? Ja, selbstverständlich, da sage ich doch nicht nein. Ach, meine liebe Irina, ihr mögt doch sicherlich auch gerne Kirschen. Die ist noch nicht hier, die kommt erst später. Oh, na so etwas. Dann nehmt einmal Platz und macht euren Geist ganz frei. Erinnert euch an die Meditationen, die ihr als Eleve gelernt habt, junge Abelmir. Ja, ich würde dann die Augen schließen und mich entspannen. Salandrion, mein Lieber, hast du einen Lieblingszauber, den ich jetzt anwenden soll? Nur ein einfacher Blick in die Gedanken oder etwas anderes? Nun, gegenwärtig wäre bei dieser schwerwiegenden Vorwurf doch der Blick in die Gedanken das Mittel der Wahl, nicht wahr? Durchaus. Und dann konzentriert euch auf meine Stimme. Herr Jamorenus, ich werde euch nun einige Fragen stellen. Also, ihr erinnert euch an jene Scholarin, die euch vorgeworfen hat, sie in ungebührlicher Weise sexuell aufgesucht zu haben? Entspricht dies der Wahrheit? Ja, ich kann mich an diese Scholarin erinnern. Ich begegnete ihr in der Vorlesung
von Magister Ytraios. Und weiter? Gibt es sonst noch einmal Kontakt? Sie suchte mich einmal auf. Sie fragte mich nach meinen Aufzeichnungen der Vorlesung. Ansonsten kann ich mich an sie überhaupt nicht erinnern. Spricht dies der Wahrheit? Ja, natürlich. Lies doch meine Gedanken. Lese die Gedanken nicht. Die Frage war, die man gestern gestellt hat. Ja. Ja, ja. Das ist erfreulich zu hören. Doch, ja, also soweit ich das hier beurteilen kann, sind das die Erinnerungen, die in Abelmirs jungem Geiste bezüglich dieser Scholarin vorhanden sind. Ihr hattet also niemals auf irgendeine Art und Weise mehr Kontakt als den Austausch von Notizen einer Vorlesung? Nein, niemals. Gucke unsere Maga wieder an. Ja, das scheint der Wahrheit zu entsprechen, außer es wurden natürlich Erinnerungen gelöscht. Das müsste ich aber irgendwie auf eine längere Art und Weise überprüfen. Aber so auf den ersten Blick sagt er die Wahrheit. Wir hoffen, hier keinen allzu invasiven Eingriff vornehmen zu müssen. Aus Respekt vor dem Verstand des Yarmarines. Kommen wir zum zweiten großen Vorwurf. Die Scholarin uns mitteilte Drohung, Kontakte zu haben und damit Leute aus dem Weg zu räumen, über Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verfügen. Abelmir Yarmarenis, geht nicht um eure Kontakte, aber habt ihr schon einmal Mittel und Wege genutzt, um Leute auf diese Art, wie sie die Scholarin beschrieben hat, aus dem Weg zu räumen? Ich habe noch niemand beauftragt, jemand umzubringen. Darum geht es auch nicht. Ich habe auch keine Kontakte angewandt und ich habe auch mich nicht vor dieser Scholarin gebrüstet, über diese Kontakte zu verfügen. Wie gesagt, ich habe nur kurz mit ihr geredet. Sie hat ja auch noch eure Fertigkeiten und Fähigkeiten angesprochen, die sie uns. Natürlich verfüge ich über diese Fähigkeiten, jemanden zu töten. Aber ihr habt dies noch nie in einer derartigen Art und Weise gemacht, wie ihr es vor der Scholarin präsentiert habt. Natürlich habe ich Leute getötet. Ich kämpfte gegen die Heptarchen. Gut. Dann kommen wir zum dritten Teil, der ebenfalls ein wesentlicher Punkt war und vom Grollmur. Isaldadrion, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mein Lieber. Möchtest du noch wissen, was ich in seinem Geiste gelesen habe zu dieser Frage? Natürlich. Es scheint alles der Wahrheit zu entsprechen. Es findet sich keine Erinnerung daran, wo dieser Scholarin angegeben zu haben mit Kontakten. Gut. Für die dritte Frage schlage ich vor, dass eine einfache Respondanebefragung ausreichen sollte, nicht wahr? Es geht um den Aspekt der Moskitos. Oh, verzeiht, nein, ich dachte an den Bürgermeister und seine Frau. Nein, nein, dafür können wir den Respondanten in der Tat richten. Ach nun, wenn ich einmal schon dabei bin und mich gerade so gut auf den Zauber eingestimmt habe, den kann ich noch ein wenig länger aufrechterhalten. Bitte nicht. Nur sofern nötig. Gut, dem auch sei. Den Aspekt, den der Golem vorgetragen hatte und den ihr freigebig zugegeben habt. Erinnert euch bitte genau an die Einzelheiten. Denkt ihr, angesichts dieser Sache, dass ihr willentlich Wissen aus der Grauen Gilde an die Schwarze Gilde weitergegeben habt? Ich erinnere mich an die Situation. Es gab einen Kampf mit diesen Moskitos. Ihre Assistentin wurde getötet und lag mit ihrem eigenen Blut in ihrem Vorzimmer. Die Erzmaga lag fast regungslos am Boden. Und da war ein Wesen, das flüchtete. Und ja, wir versuchten es zu folgen, aber ich glaube, einer oder zwei meiner Gefährten versuchten es. Ich wollte mich natürlich zuerst um die
Erzmager kümmern. Und da bemerkte ich da, was die Art dieser Wesen, ihr wisst schon, vom Sphärenschänder. Und nun ja, ich sammelte diese Moskitos ein, um ihre Erinnerung zu retten. Und dann erinnere ich mich, ja, ich gab es dieser Spektralität. Sie sagte mir, sie könnte einen Zauber wirken, um der Erzmager die Erinnerung zurückzugeben. Vielleicht war es Naivität, aber ich glaubte ihr. Es stand schlecht um die Erzmager. Es musste schnell gehandelt werden. Punin war weit. Niemand war dort, der mir helfen konnte. Und sie bot mir ihre Hilfe an. Ja, ich habe die Moskitos an die Brawaka-Spektralität übergeben. Waren euch zu dem Zeitpunkt Gefahren bewusst, die es bedeutet, wenn Wissen von der grauen Gilde zur schwarzen wandert? Sollte ich sie sterben lassen, ohne ihre Erinnerung? Was hättet ihr getan? Hättet ihr sie sterben lassen? Es steht hier nicht zur Debatte. Hättet ihr ihr die Information zurückgegeben können? Hätte sie gerettet werden können, wenn ich die Moskitos nach Puni gegeben hätte? Das reicht, Adept. In Puni ist vieles möglich, was anderswo unmöglich scheint. Ihr hättet sie also retten können. Ich sagte, das reicht. Habt ihr weitere Fragen an ihn? Nur die für den Respondani. Nun, so wie ich das sehe, hat er hier die Wahrheit gesprochen. In seinen Gedanken konnte ich tatsächlich Kreaturen sehen. Glutwölfe, ich glaube, die hat unser guter Kollege Jelef beschworen. Und dann sah ich diese Eindrücke, wie unser junger Abel mir die Moskitos in einem Glas sammelte und die Spektabilität Terbysios dazu holte. Und dieses Glas ihr übergab. Kurz darauf kam noch Spektabilität Elkana in seinen Erinnerungen vor. Elkana? Der kam danach. Interessant. Warum nicht ihm die Moskitos geben? Ich hatte die Moskitos schon übergeben. Und Elkana verfolgte, glaube ich, diese Spektralität, konnte sie aber nicht einholen. Hätte ich gewusst, dass Elkana dazukommen würde, hätte ich natürlich ihm diese Moskitos übergeben. Aber das konnte ich ja nicht wissen vorher. Und Elkana selbst war bereits unmittelbar nach seinem Eintreffen klar, dass ihr einen schwerwiegenden Fehler begangen habt und dass es notwendig sei, die Moskitos zurückzuerlangen. Ich weiß nicht, ob es ihm klar wurde. Ich glaube, ich hatte ihm die Begegnung erzählt mit der Spektralität der Visios. Wenn er binnen von Sekunden darauf kommt, dass das Übergeben der Moskitos und diese Spektabilität keine gute Idee war und ihr eine gewisse Zeit zur Verfügung hattet, während ihr die Moskitos eingesammelt habt, warum ist euch dann dies nicht in den Gedanken gekommen? Wie gesagt, sie kam erst später zu, als ich die Moskitos schon übergeben hatte. Und zudem ist die Spektabilität zu diesem damaligen Zeitpunkt, war ich noch ein einfacher Adeptus Minor. Nun, also hat euch die Schwarze Gilde an der Nase herumgeführt durch die Arena wie eine Kuh. Wenn ihr das so ausdrücken wollt, ist natürlich ein wenig schmeichelhafter Vergleich. Nun gut. Ist in seinen Worten etwas Falschheit zu erkennen, in seinen Gedanken? Nein, aber der gute Abel mir ist im Moment sehr verwirrt und sehr durcheinander. Nun gut. Kommen wir
Ich denke, die Umstände der Herbeirufung des Elementargeistes haben dir nur Genüge erörtert. Darüber benötigen wir keinen weiteren Blick. Oder meint ihr, doch, das wäre sinnvoll, dort noch einige Fragen zu stellen? Kollege. Zeit, nicht wahr? Ah. Nun, zur Herbeirufung des Elementars, der ursprünglichen Causa, die verhandelt worden ist. Och, nun, nein, wäre ich Magister Jamalens Lehrmeister gewesen, würde ich in scharfem Maß regeln, dass er sich doch auf seine kampfmagische Befähigung hätte verlassen können, aber das ist weder die Zeit noch der Ort, noch jetzt gerade an meiner Stelle. Ich denke, wenn die Magistra noch die Gnade hätte, einen Respondami zu wirken. Aber natürlich, mein Lieber. Esst noch ein Kirschtörtchen, während ich den Zauber wirke, bitte? Danke. Gut, Selandrion, mein Lieber, du kannst die Frage stellen. Oder auch du dir dann. Selbstverständlich. In jenem vom Grolmur gezeichneten Vorfall hinsichtlich der Frau und Bürgermeisters wurde eine Drohung derartig von euch ausgesprochen? Ja oder nein? Ja. Ja. Hattet ihr intendiert, diese Drohung, falls notwendig, durchzusetzen? Nein. Ich kann es eigentlich pro Zauber nur eine Frage stellen. Ich weiß kann nicht, ja nochmal zaubern. Ob die Kettenvariante gewirkt worden ist. Ich wollte gerade sagen, Kreuzfeuer kann sie immer wirken. Mhm. Ja, stimmt. Ist richtig. Das ist ja keine Anfängerin. Guck einmal zu ihr rüber, ob er die Wahrheit sagt. Ich denke mal, dass Ulrich jetzt die Wahrheit gesagt hat. Das sieht man, wenn man das Opfer Schmerzen erleidet. Er muss die Wahrheit sagen. Du kannst dich nicht entscheiden, die Klappe zu halten. Du kannst nur die Klappe halten, wenn es keine Ja- oder Nein-Antwort gibt. Und dann ist es Schmerzen, glaube ich. Richtig, dann sagt er, es eine Schelle bekommen. Gut, also du sagst die Wahrheit. Haltet ihr vor mit allein der Drohung magischer Mittel Einfluss zu verschaffen? Das ist so eine Frage, die könnte man nicht mit Ja und Nein beantworten. Entweder magisch oder Drohung. Er sagte allein mit der Drohung magischer Mittel. Ja, dann ja. Keine weiteren Fragen. Ich habe auch keine. Ich habe auch das Interesse verloren. Welch eine Mühsal dieser Prozess doch ist. In der Tat, in der Tat. Ich würde gar merken. Anmerken, dass wir ihn doch nochmal um eine oder zwei Wochen vertagen können, aber ich sehe noch im Blick, dass es euch ernst ist, damit noch durchzukommen. Da haben wir. Ihr seid vorerst entlassen bis zur Urteilsverkündung. Ihr natürlich auch, Magistra. Vielen Dank. Und lasst doch noch ein Törtchen hier, bitte. Wir müssen uns noch um die Schularin bemühen. Nun, natürlich. Wollt ihr sie noch einmal befragen oder wollen wir jetzt direkt ein Urteil bilden? Eine kurze Befragung. Ich denke, in dem Fall auch der Respondan. Ja, natürlich. Ihr habt wie immer eine weise Entscheidung getroffen, die respektabel ist. Magistra, dann verzeiht, dass ich euch fortsenden wollte. Wir werden euch noch kurz brauchen. Ich könnte den Zauber wohl selbst wirken, aber ihr setzt euch so fleißig ein heute. 10 Minuten später habt ihr auch Josmina Apfelberger befragt und der Rosbjörn-Dami offenbart, dass sie gelogen hat, und zwar wissentlich. Gegen Geld. Der Gräumann. Nun, glaube ich, mein Kind. Ich hätte mehr von euch erwartet, aber Geld ist verführerisch. Dennoch, die echte Wahl. Ihr hättet wissen müssen, dass es herauskommt. Ja, sie weint nur und bekommt eigentlich kein Wort heraus. Du hörst noch irgendwie so Worte raus wie Schulden, Familie. Und sie akzeptiert aber widerstandslos das Urteil. Und noch ist ganz gefallen. Welches Urteil wird das werden, Salandria? Nun, Jo Spektabilis. Aber Mia Morenes mag ein
zweifelhafter Charakter sein, aber er hat sich auch sehr um den Ruf der grauen Magie innerhalb der Welt verdient gemacht. Und für ein solch weltliches Motiv wie Geld einen ihrer Gildengenossen zu verraten, ist für die Eleven sehr niederträchtig. Ich weiß nicht, aber es wäre zu rechtfertigen, sie auszuschließen. Ich habe einen Schreiber losgesandt, um das die Aufzeichnung über ihr magisches Potenzial herbeizuholen, aber irgendwie scheint er nicht herbeizukommen. Was denkt ihr? Nun, zunächst einmal wird das Geld, welches sie von den Grollen erhielt, beschlagnahmt. Selbstredend. Zum Zweiten stimme ich zu, wir müssen Härte zeigen in diesen Zeiten. Wir stehen nicht umsonst als Gilde gemeinsam da. Und wer seine Gilde verrät, der hat in der Gilde auch nichts mehr zu suchen. Ja, ich stimme zu. Wir dürfen uns auch nicht den Anschein geben, uns von geräumischen Prozesstaktiken vereinbaren zu lassen. In der Tat. Wir sind kein weltliches Gericht, sondern ein magisches. Trotz alledem bedauerlich. Sie wird die Verkündung wohl nicht gut aufnehmen. Glaube nicht, nein. Nun gut, es ist der Gesundheit des Gildenkörpers wohl am nächsten. Sehr viel unklarer. Doch sehr klar sieht die Sache mit Aneto Saar bei mir aus. Wie ich bereits sagte, er ist trotz seiner Fragwürdigkeit einem gewisser Edelstein in unserer Krone, mit dem wir uns schmücken wollten. Andererseits ist diese eklatante Übertretung des Gildengeheimnisses Dreistigkeit kaum zu überbieten. Überlegt nur, welches Maß an magischem Fortschritt wir verloren, Jahre, Jahrzehnte vielleicht, die noch in Rishas Gedankengut waren und jetzt an Brabak verloren sind. Denkt an die Dämonen, die sie rufen können. Furchtbar. Und was machen sie damit? Stümperei und sonst nichts. Ja, das ist wohl wahr. Dennoch müssen wir natürlich Maß für Maß geltend machen. Wir haben die Scholaren aus einem Grund aus der Gilde ausgestoßen, der war, dass wir nicht beieinander standen. Sie hat verraten, woran sie hätte glauben müssen. Die Gildenkameraden und die Gilde. Dieser Verrat wurde, wenn auch nicht wissentlich, oder vielleicht wissentlich, ich bin mir da immer noch nicht sicher, auch von Abelmir durch seine Handlungen hinsichtlich der Weitergabe der Moskitos an Stabilität von Brabak begangen. Deren Herzens müssen wir auch hier Härte zeigen. Da können wir die Vorwürfe hinsichtlich der Anklage der fahrlässigen Anwendung des Kantus Jinrus ohne die entsprechenden Vorkehrungen größtenteils fallen lassen. Diese haben sich geklärt, doch auf einem ganz anderen Blatt steht nun einmal das, was wir angesprochen hatten, geschrieben. In der Tat, ich verstehe euren Gedankengang hier. Wir sollten uns allerdings auch darüber im Klaren sein, dass weniger als 24 Stunden nach einem Ausschluss er eine Einladung nach Mirham erhalten wird. Nun, dennoch kündige ich hiermit, Abelmir Jamorenis wird aus der großen grauen Gilde des Geistes ausgeschlossen. Selbstverständlich beuge ich mich eurer weisen Entscheidung, Respectabilis. Und dann kommen wir zur Verkündigung der Urteile. Könnt ihr aus eurem Raum der Beratung heraustreten? Und Abelmir sitzt immer noch spannt auf dem Stuhl. Niemand spricht ein Wort. Ihr könnt noch einmal durch die Szenerie blicken. Ihr erkennt die aufgerufenen Zeugen. Lando Garano ist natürlich schon gegangen. Auf der Bank noch Elkana Iridion von Hohenstein, dessen Visitation ja auch schon einmal erwähnt worden ist, der dann versucht hat, die Erinnerungsbruchstücke der
großen Leiterin der Grauen Gilde wieder zusammenzusetzen, was natürlich dann nicht gelang. Zordan, sein Sohn, ihr könnt Irina, die aranische Hexe, erkennen und auch ebenso Jakoban bin Hasrabal, den novadischen Feuer- und Wasserelementaristen. Die Magistra Ordinaria Cla Observantia Plectudes, die für euch in die Gedanken der Anwesenden geblickt hatte. Josmene wurde bereits abgeführt. Über ihr Urteil wird natürlich noch einmal im Gesonderen dann verfahren werden, ob sie dann noch da bleibt. Zielon Cosma sitzt ebenso dort, zupft sich noch einmal die Robe zurecht und prüft noch einmal die Siegel, damit sie dann auch dementsprechend dem Codex Albyricus gemäß passen. Und mit etwas Abscheu könnt ihr in die Augen des kleinen, hässlichen Gräumes blicken. Aber mir, Yamorenes, im Namen der großen Grauen Gilde des Geistes ergeht folgendes Urteil. Im Kasus, der euch vorgeworfen wurde, nämlich die fahrlässige Anwendung des Cantus Djinns-Rufs ohne die notwendigen Vorkehrungen, das Entfesseln eines Flammen-Djinns und das billige Inkaufnehmen der Anzünden eines Waisenhauses in Elburum und der entsprechenden Akademie vor Ort, werdet ihr freigesprochen. Im Kasus, der aufgetreten ist, nämlich der ungehörigen und ungebührlichen Nährung der Scholarin Josmene Apfelberger, werdet ihr freigesprochen. Im Kasus der Weitergabe von Gildengeheimnissen an die Spektabilität Brabaks ergeht folgendes Urteil. Ihr werdet aus der großen grauen Gilde des Geistes ausgeschlossen. Die Weitergabe von Gildengeheimnissen führt zu einem derartigen Ausschluss und ist aufs Schwerste zu bestrafen. Ob mutwillig oder nicht, ob mit Intentionen oder nicht, ist nicht zu entschuldigen. Damit schließt das Gericht. Ja, ich stehe so ein bisschen versteinert da. Weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Ja, du erkennst die anderen um dich herum, die stehen auf. Wie in Zeitlupe schaust du, wie sie sich nach und nach die Hände schütteln. Der Gräum hat mittlerweile schon das Gebäude der Uriel verlassen. Immer noch sitzt du da. Die Richter sind mittlerweile schon verschwunden. Du hast wohl gemerkt, wie Isarun neben dir auftauchte. Sie hatte dich kurz an der Schulter berührt, ist dann allerdings auch schon gegangen. Immer noch sitzt du da. Du überdenkst dein Leben, was du getan hast, wie es gekommen ist. Denkst zurück an Zorgan, an Elborum, an deine guten Absichten. Und dass dir dann doch etwas ganz anderes das Genick gebrochen hat. Andor Gerano ist nicht mehr da. Erst vor kurzem bist du aus der Weißen Gilde für deine Vergehen geworfen worden. Vergehen? Eigentlich hast du ja nur in Alanfa studiert, hast dort dann den großen und starken Kämpfer Rafim kennengelernt. Ohne ihn hättet ihr damals nie Galotta besiegt. Die Götter haben es eigentlich so gewollt, dass du in Alanfa studierst, dass du Rafim kennenlernst. Aus der Weißen Gilde geworfen, aus der Grauen Gilde geworfen. Ein gildenloser Magier?